Oh,
Ist eine von den Gottesgaben, dass sie bei unserer Zeit so wenig Menschen haben. Das macht, sie bitten Gott nicht Ruhm. Denn von Natur geht unseres Herzens Dichten mit lauter Bösem um. Soll seinen Weg auf etwas Gutes richten, so muss es Gott durch seinen Geist regieren und auf der Bahn der Tugend führen. Verlangst du Gott zum Freunde, so mache dir den Nächsten nicht zum Feinde durch Falschheit, Trug und List. Ein Christ soll sich der Taubenart bestreben und ohne Falsch und Tücke leben. Mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst, wie du den haben.
ist eine Brut, die Belial gehänget. Wer sich in ihrer Larve stecket, der trägt des Teufels Liebereien. Wie lassen sich denn Christen dergleichen auch gelüsten? Gott sei's geklagt, die Redlichkeit ist teuer, man sträflich ungeheuer sieht wie ein Engel aus. Man kehrt den Wolf hinein, den Schafspelz kehrt man raus, wie könnte es Engel sein? Verleugnen, schmähen und richten, verdammen und vernichten ist überall gemein. So geht es dort, so geht es hier. Der liebe Gott, der liebe Gott, behüte mich dafür, der liebe Gott, behüte mich, der liebe Gott, behüte mich dafür. Thank you.
Tal, wo Menschen von uns selber großer Zahl und auch die Kinder in der Wiegen an Krankheit hart darnieder liegen. Den einen quälet in der Brust ein hitziges Fieber, böse Lust. Der andere liegt krank an eigener Ehre, hässlichem Gestank. Den dritten zehrt die Geldsucht ab und stürzt ihn vor der Zeit ins Grab. Der erste Fall hat jedermann beflecket und mit dem Sündenaussatz angesteckt. Ach, dieses Gift durchwühlt auch meine Glieder. Wo find ich arme Arznei? Wer steht mir in meinem Elend bei? Wer ist mein Arzt? Wer hilft mir wieder? Die beste Seelenkur.